Grüß euch, ich bin der Rudolf Lukas aus Rauris. Ich bin der Hunwan Alexander, bin 21 Jahre alt und komme von St. Anne in Bonga. Grüß euch, ich bin der Nagel Benjamin, bin 19 Jahre, komme aus Hinterglemm und wir sind am 2. Mai im Gebirgskampfzentrum bei der Jägerkompanie in Saalfelden-Aigut. Also mein erster Eindruck war, wie ich hergekommen bin, mal bei der Woche. Habe mir alles eigentlich um einige strenger vorgestellt, ist aber relativ flüssig alles abgelaufen, ohne große Probleme. Danach habe ich nur zum Spieß müssen, kurze Unterschrift, Einrückungsbefehl nochmal abgeben. Und es war eigentlich, habe ich mir um einige schwieriger vorgestellt, wie es dann eigentlich war. Nachher ist es weitergegangen mit der Voruntersuchung. Haben sie uns durchgecheckt, Blutdruck haben sie angeschaut, Körpergröße, Gewicht. Nachher haben wir noch zu der Fachärzte müssen und Makel haben wir jeder gekriegt. Das ist Ihre Erkennungsmarke. Diese Erkennungsmarke haben Sie ab sofort, um den Hals zu tragen, auch in der dienstfreien Zeit bis zum Abrüsten. Dass noch nicht mehr eine geschlossene Formation ist, gell? Verstanden? Sehr gut. Dann haben wir die Leitjacke ausgepasst und das ganze Bettzeug. Und dann hat es Bettenbau geheißen. Natürlich heißt es mit einem strengen Ton. Das war jetzt sehr ungewohnt, weil daheim schon das auch noch die Mama da hat. Und jetzt hat man das einmal selber alles lernen müssen, weil das richtig geht. Leintuch, Körper, Leintuch. Dann darfst du die Bettdecke einstopfen. Gell? Wenn ich da zu dem Bett hinge, Fußende muss ich lesen können. Das heißt, bei den Betten, was da drinnen sind, ist Fußende immer heraus sein. Kopf flach bei der Wand. Gell? Ja, am Ende vom Tag ist alles noch sehr ungewohnt und bin froh gewesen, dass wir einmal ins Bett gehen haben dürfen um 10 Uhr. Nach dem Bettenbau und alles Mögliche. Aber es hat schon gepasst.